Manchmal ist es schon ein ziemlich hässlicher Beruf, den wir hier haben. In dem Fall geht es ums Bier. Dieses Bier hat, ich hätte nicht gesagt verbrochen, sondern hergestellt, der Stefan Kalkbrenner in Sulzbach-Rosenberg. Hier sitzen wir nämlich. Servus Stefan, grüß dich. Grüß dich Fabian. Du, jetzt erzähl mir, das ist Bier, das du selber herstellst. So ist es. Wir sind seit 2001 als Hobbybrauer unterwegs und haben es dieses Jahr zu einer gewerblichen Anlage geschafft. Wow. 2001, da kommen einige Jahre zusammen, über die Entstehung und so weiter reden wir. Aber was ich so besonders finde, ist, wir sitzen hier bei euch im Garten an einem schönen Granittisch, den klaut euch keiner. Die Frage ist jetzt, da drunten ist deine Garage im Prinzip. Du machst das wirklich bei dir zu Hause? Es war früher Garage, es war geplant aus Einfamilienwohnhaus der ehemaligen Nachbarn, die das dann leider verkaufen mussten. Und daraus haben wir dann das Beste gemacht und unser Sudhaus auf fast 40 Quadratmeter eingebaut. Ja, und in Sulzbach-Rosenberg sind wir, deswegen ist natürlich auch der Chefredakteur vom Ostbayern-Kurier, Hubert Süß, mit dabei. Ihr kennt euch auch schon länger, oder? Wir kennen uns länger, ja. Ist ja ein Thema, das verbindet Bier. Was mich immer so gewundert hat, Stefan, wie kommt so ein junger Kerl, also auch wenn man das nicht ansieht, du bist ja jetzt noch nicht so alt, bist Jungunternehmer in Sulzbach-Rosenberg, wie kommt man drauf, dass man sich so ein zeitaufwendiges Hobby sucht? Ja, man hat einfach aufgrund des Probierens, also wir haben das erste Mal auf ganz schlichten Methoden mit einem Einkochtopf das Bierbrauen probiert, war der erste Sud Gott sei Dank der Erfolg. Ja, und das hat dann Früchte getragen. Wir haben das dann nach und nach mit, durch meinen anderen Beruf als Metallbauer in Eigenleistung zu einer Brauerei aufgebaut und haben dann nach und nach die ganze Sache vergrößert. Jetzt sag's doch einfach, wie es ist. Das andere Bier, das du irgendwo gekriegt hast, das hat dann nicht so geschmeckt und dann hast du das einfach einmal selber probiert. Kann man das so interpretieren? Das kann man ruhig so sagen. Das eigene, finde ich, ist halt immer besser, weil du deinen eigenen Geschmack halt irgendwo oder deinen eigenen Kopf in einem Bier niederschlagen kannst. Jetzt musst du mir aber kurz erzählen, wenn man beim Thema Bier, das ist ja jede Menge Arbeitsschritte, grob weiß man es ja immer, man sieht diese großen Läuterbottiche, wie geht das Bierbrauen bei dir in der Garage vor sich? Wie fängst du an? Erster Schritt, zweiter Schritt, wie geht das von sich? Also prinzipiell ist es bei uns so, dass wir nicht am Verfahren oder an Technik sparen. Das heißt, wir brauen genauso wie die Großen, halt nur im kleinen Stil. Das heißt, wir haben ein Zweigeräte-Sudwerk, wir brauen in der Maischepfanne wird die Maische hergestellt, dann wird im Läuterbottich, wie du schon gesagt hast, großer Läuterbottich geläutert. Dann wird Würze gekocht. Prinzipiell betreibt man den ganzen Aufwand aus einem gemölzten Korn. Das heißt, normales Korn vom Acker wird in der Malzfabrik gemölzt. Früher haben das auch die Brauern selber können. Wir haben eine Malzfabrik hier am Ort in Sulzbach-Rosenberg. Kaufst du da rein? Ja, wir kaufen an sich nur bei der Eriks in Sulzbach, kann man ruhig so sagen. Da bist von Qualität, von Schnelligkeit, man kann hinfahren, kann es mitnehmen und kriegt bestes Malz, weil man an sich als Brauer schon fast nicht mehr die großen Fehler machen können oder kann, wenn man es früher gemacht hat. Also, mittlerweile haben es auch durch die große Craft-Bier-Szene bestimmt 25 Sorten. Und dann wird das angesetzt, lecker Wasser drüber? Genau, man hat, wie gesagt, das Verfahren ist, man will aus Stärke Zuckergebener, das geht über verschiedene Temperaturstufen. Rasten nennt man das. Man hat im Endeffekt bestimmte Temperatur für eine bestimmte Zeit, um eine bestimmte Eigenschaft des Bieres herzustellen. Sei es eine Schaumstabilität, sei es vergehrbarer, unvergehrbarer Zucker, dass man halt im Nachhinein jetzt, halt, was man halt braucht, ist ein Pilz. Da will man ganz ein schlankes Bier haben. Also schaut man, dass man ganz viel vergehrbaren Zucker erzeugt, um quasi ganz eine schlanke Linie im Bier zu haben. Im Gegensatz, wenn ich jetzt ein Festbier mache, dann macht man es genau andersrum, dass man einfach ein vollmundiges Bier und einen vollmundigen Geschmack hat. Welches Bier haben wir denn jetzt hier, was wir gerade verkosten durften? Ich mache das auch nochmal, während du mir antwortest. Die Chance nutze ich. Wir haben am Museumstag in Sulzbach-Rosenberg im Stadtmuseum haben wir historisches Bier gebraut. Historisch deswegen, weil wir den Emmer verbraut haben. Der Emmer war der Vorreiter vom Weizen, der aufgrund der schlechten Ausbeute halt irgendwann im Weizen gewichen ist. Das Ganze, ich glaube, ihr könnt es bezeugen, ganz ein körniges, frisches, spritziges Bier mit dem Emmer halt aus Urkorn. Und das ist obergäriges, untergäriges? Ist obergäriges. Will heißen, für die, die es nicht wissen, die Hefe? Die Hefe gärt oben. Es war früher, wo man noch nicht gewusst hat, dass es Hefe gibt, darum ist auch im Reinheitsgebot die Hefe nicht erwähnt, nannte man das als Oberzeug und als Unterzeug. Also man hat nicht gewusst, dass Hefe ist, aber das, was umgeschoben ist halt. Also du spuckst nicht in den Sud hinein, wie deine historischen Vorbilder,
auch wenn du historisch Bier brauchst. Also das, da weichst du der Originalität ab. Das stellen wir gerade so noch, ja. Da bin ich jetzt irgendwie beruhigt und wahrscheinlich alle, die dich irgendwo einmal getroffen haben, wenn du historisch brauchst, du machst ja das öfter. Wir haben da Bildmaterial dazu, das wir kurz einblenden können. Mhm. Du machst das am Museumsfest in Sulzbach. Du warst letzten Sommer beim Brauereifest in Bodenwöhr, hast das gemacht. Jetzt werden wir dich dann in Amberg bei der Brauerei Winkler erleben. Zum 400-Jährigen, ja. Das ist dann Mitte Mai, wird das stattfinden. Du hast auch einen riesigen Kessel, ja, soll man sagen, geschweißt, oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, der Kessel war an sich ein Fundstück aus dem Garten, das ist eine 300 Liter Halbkugel. Der Läuterbottich ist ein Stück aus der Maxhütte, Abschnitt oder Ende von der Heißwindleitung, den haben wir als Läuterbottich umgebaut, also genietete Stahlrohr mit 300 Liter Volumen. Und da brauchen wir auch wieder zwei Geräte Sudwig, also wir lernen uns nicht von Technik abhalten beim Mittelalterbrauen. Ist halt auch historisch gemacht und was man am Altstadtfest ganz speziell ist das Steinbier. Also früher hat man ja keine Pfannen aus Holz, aus Metall bauen können. Das heißt, es waren immer Holzpfannen, es waren offene Fässer. Und die kannst du unten ja nicht erhitzen, sonst brennt ja der Boden weg. Und am Altstadtfest machen wir das genauso historisch wie früher. Man hat da heiße Steine zugegeben. Also man hat so viel heiße Steine eingeschmissen, bis die Rast, wie ich gerade gesagt habe, die nächste Temperatur erreicht. Das heißt, immer durch Zuschlichten heißer Steine hat man eben das Bier erhitzt auf die bestimmten Temperaturen, die man wollte. Und dadurch hast du einen ganz feinen karamelligen Geschmack, weil der Zucker, der entsteht, quasi an den Steinen abbrennt. Du bist ja eigentlich Metallbauer und kein Bierbrauer. Was haben da die Leute dazu gesagt? Das stößt bei vielen vielleicht sogar ein bisschen auf Kritik, weil sie sagen, jetzt macht er das auch noch. Aber die Leidenschaft hat man eigentlich mit dem ersten Sud gefunden, dass man einfach aus so gut wie nichts am Korn sein Getränk machen kann. Die was dagegen haben, verstehe ich nicht, weil das schmeckt hervorragend. Die musst du einfach mal einladen und sagen, ein kleines Fest machen. Teilweise haben wir es ja schon eingeladen. Wen haben wir denn hier hinten sitzen? Die Crew? Wer sind die Leute? Ja, das sind die Leute, die eigentlich immer da sind, wenn wir brauen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn wir den Sud fahren. Es ist im Moment eigentlich noch ganz entspannt. Wenn es dann später wird, wird es immer hektischer von den Taktzeiten. Du musst wischen, du musst putzen, du musst schauen, dass alles läuft. Und da ist man froh, wenn man einfach nicht bloß allein ist. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Du hast jetzt vorhin gesagt, 25 verschiedene Sorten von Malz gibt es ungefähr jetzt in dem Fall bei dem Angebot. Das Bier, auch mit den Craft-Bieren in der heutigen Zeit, erlebt ja eine wahre Renaissance. Es geht in Geschmacksrichtungen von Karamell, Vanille, Lakritze, weiß nicht was alles. Und das Ganze aber doch im Prinzip aus vier Grundzutaten. Das ist faszinierend, finde ich. Das Problem der Craft-Bier-Szene ist, dass viele nur den Geschmack erreichen durch Hopfen. Also Craft Beer, wie Craft schon sagt, sollte eigentlich handgemachtes Bier sein und nicht nur ein Standardbier. Das viele große Brauereien sind auf den Zug aufgesprungen und hopfen einfach ihre Standardsorten nach. Es ist alles nach dem Reinheitsgebot. Man kann auch kalt hopfen, das war früher kein Thema für die Brauereien. Es wird immer heiß gehopft. Durch die Kalthopfung hast du eben diese Mango-, Zitrusfrüchte. Das Craft Beer mittlerweile aus. Also gute Hopfung ist an der Tagesordnung, was in der Craft Beer-Szene. Da habe ich jetzt dann eine Frage, weil ich das auch am Eingang zu deiner Garage gesehen habe. Der sechszackige Stern, der klassische Zeugelstern. Bist du sozusagen, kann man dich als Zeugelbrauer bezeichnen? Also das, was wir jetzt gerade trinken, wir haben den leider von den Franken übermittelten Zwickelhahn. Zwickeln ist im Endeffekt, der Franke sagt Zwickel, wir sagen Zeugel in der Oberpfalz. Der Zwickelhahn ist im Endeffekt der Hahn, bei dem du aus dem Lagertank zapfen kannst. Das, was du unten gesehen hast, wo ich diese Spirale und ein Bierzapf, das ist quasi jetzt ein Bier, das noch in der Gärung ist, das ist noch nicht fertig, darum ist es auch noch trüb. Und im Endeffekt ist der Zeugelausschank genauso, wie wir es da leben. Also ein Bier aus einer nicht fertigen Gärung zu trinken. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, früher beim königlich bayerischen Amtsgericht, da war das Bier noch dunkel und sowieso die gute alte Zeit, aber ich sage jetzt mal rein von den echten messbaren Fakten her, da sind wir so weit nicht weg heutzutage, oder? Nein, das ist nach wie vor wie früher. Also von den Zutaten kommen wir doch unser deutsches bzw. bayerisches Reinheitsgebot sowieso nicht aus. Trifft mich als kleiner Brauer auch, muss ich sagen, dass ich mal mit, weil wir es noch nicht gewerblich jetzt gemacht haben, mal mit einer Weizenrohfrucht, mit Haferflocken, mit Koriander, mit Orangenschalen, du darfst das halt in Deutschland immer Bier nennen. Ist eigentlich, bricht ein großer Teil für uns weg durchs Reinheitsgebot, aber. Jetzt sind wir ein bisschen bei den Sorten. Es war in Rosenberg vor ein paar Wochen der St. Patrick's Day.
Da ist, glaube ich, das Kalkbrennerbier das erste Mal in einem größeren Rahmen seit der Firmengründung sozusagen ausgeschenkt worden. Allerdings nicht lang, ich war da dabei in der Kneipe in Rosenberg. Nach eineinhalb Stunden war das Zeug vor. Da hast du ein bisschen zu wenig Macht gehabt. Also an der Kapazität muss quasi nur ein bisschen arbeiten. Sehe ich das richtig? Wollen wir in erster Linie aber nicht. Unser Bier soll wirklich, wie gesagt, Craft-Bier sein und nicht Masse. Wenn wir bei den Sorten sind, was trinkt denn der Kalkbrenner Stefan am liebsten? Am liebsten ist uns eigentlich ein obergäriges Bier, das man das ganze Jahr brauen kann. Mit ein bisschen Dinkel, einem Emmer, so wie es da eigentlich steht. Ganz was Frisches, Spritziges. Es muss nicht immer der, ein bisschen leicht und muss nicht immer der dunkle Porter sein, der da am Tisch steht. Also nicht die Norweger Tode und so weiter. Nein, die trinken wir natürlich auch gern, wenn nichts anderes mehr hilft, aber. Darf mich mal interessieren, was sind denn so eierne Favoriten aus dem Stefan seiner Schmiede? Also in erster Linie auch das Pils, den der Stefan braut hat. Das ist klasse. Also mir hat das Dunkle sehr gut geschmeckt, wie wir gerade schon gesagt haben. Das war angelehnt wie am Guinness. Breitseite? Ja, also ich muss sagen, also im Grunde genommen schmeckt eigentlich alles, aber am besten, was mir so geschmeckt hat, das war wirklich dieses Stout und eben dieser sogenannte Norweger Tod, also der hat schon richtig was sich. Und die Stimme aus dem Hintergrund? Mein Favorit ist das Steinbier vom Beispiel. Okay. Das heißt, Steinbier, wir haben noch viel zu tun, wenn wir das alles machen. Das Steinbier ist ja ganz was Perverses eigentlich. Ich war da mal dabei, weil dieser 10. schwere Stein in den Kessel reingekommen werden will. Also da war ein waschechter Oberpfälzer Brei, so gestanden aus einer Dynastie dabei. Der hat ganz schön geschaut, gell? Und dem haben die Waben ganz schön brennt und der hat ganz schön gehaust. Das ist aber dann schon was Hardcore-mäßiges. Hat man das wirklich im Mittelalter so gemacht oder hast du nur das ausgedacht? Nein, man hat es wirklich so gemacht. Also, weil ich gerade schon erwähnt habe mit den Rassen, hat man die ganzen Temperaturstufen vorm Läutern gemacht. Und zum Kochen natürlich auch, da hast du es ja am Schluss kochen wollen, das Ganze. Und da hat man die Temperatur schnell wieder in Tee und... Genau, und wir machen es halt am Altstadtfest, klar wegen der Schau. Also am Altstadtfest haben wir auf jeden Fall immer so viel Holz dabei, dass du es nicht brauchst zum Kochen. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert es mal nach Norwegen, nach Irland, nach Pilsen zu fahren, wo kriege ich denn Bier? Wo kann ich mich informieren, wo kann ich mich schlau machen? Ja, einfach in Sulzbach-Rosenberg bei uns vorbeikommen an der Brauerei, am besten vorher anrufen. Du kriegst jederzeit deine Sorte, was du willst. Und woher weiß ich, wo du bist? Finde ich dich im Internet? Findest du unter brauhaus-rosenberg.de. Meine, wunderbar. Hubert. Ja, wie geht's denn weiter mit dieser Idee Brauhaus Rosenberg? Ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass du deinen Metallbaubetrieb an den Nagel hängen willst, um diese Brauerei, also gnadenlos zu expandieren. Aber was sind so deine Ziele? Wo möchtest du hin mit diesem Projekt? Wir haben schon oft gesprochen, wenn ich einen normalen Beruf hätte, bei dem ich nach 8 Stunden hingehen kann, wo meine Leidenschaft vielleicht nicht ganz so dran hängt wie an meiner anderen Existenz, die ich habe, würde ich auf jeden Fall schneller expandieren. Also der Erfolg, den wir mittlerweile haben, auf jeweiligen Festen oder wo wir bis jetzt ausgeschenkt haben, würde es auf jeden Fall hergeben, das Ganze schneller zu expandieren. Aber wir wollen an sich das bis zu einem gewissen Grad noch vorantreiben, damit wir den St. Patrick's Day vielleicht einmal bis zur Sperrstunde bedienen können und nicht bloß bis halber 10. Ja, das ist so die nächste Zukunft, schon langsam wachsen. Und aber damit ist ja auch eine historische sozusagen Entscheidung gefallen, dass man sagt, ich will es eben nicht auf die schnelle Meile machen und auf den schnellen Pfennig nageln, sondern ich möchte, dass das organisch wächst. Und das ist eigentlich eine der sichersten Sachen, um die Qualität halten zu können. Das erstens das und der Wirtschaftlichkeit wegen ist, glaube ich, zu schnelles Wachstum. Gerade beim Startup nicht gut. Also, wenn das so ist, wir haben die Adresse nochmal eingeblendet, dann können wir sich informieren und auch das Bier beziehen. Wir melden uns kurz vorher, wenn wir hinfahren wollen, zum Stefan Kalkbrenner und seiner Crew hier nach Sulzbach-Rosenberg. Und ansonsten würde ich sagen, probieren wir es einfach nochmal und herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein dürften. Prost.